Vor mehr als 1200 Jahren hat König Chavaman der Zweite einen Traum von einem riesigen Reich, in dem Frieden und Wohlstand herrschen. Des Königs Traum wird Wirklichkeit. Er lässt prächtige Tempel erbauen und erschafft die damals größte Metropole der Welt, Angkor. Ein Jahrtausend später wird der Traum von Angkor zum Albtraum. Unter Pol Pot ermorden die Roten Khmer mehr als 2 Millionen Menschen. Heute herrscht in Kambodscha Frieden und das Land verzaubert mit atemberaubenden Landschaften und unermesslichem kulturellen Reichtum. Begleiten Sie Profifotograf Martin Engelmann auf seinen abenteuerlichen Reisen durch eines der schönsten Länder Asiens, auf den Spuren des Traums von Angkor.